Miststreuen im Berggebiet. Eine anspruchsvolle Aufgabe für Mensch und Maschine. Der wertvolle Dünger soll gleichmäßig dosiert und fein verteilt werden. Der Fahrer braucht viel Gefühl, um in Hanglagen nicht abzurutschen oder die Grasnarbe zu beschädigen. Die passende Technik liefert die Firma Gruber aus Saalfelden, ein Familienunternehmen, das sich auf die Herstellung von Ladewagen und Stallmiststreuern für kleine und mittelgroße Betriebe im Alpenraum spezialisiert hat. Wir machen seit 1987 Miststreuer. Von den Größen her bauen wir kompakte Bergstreuer von 3,5 Tonnen in Normalausführung und Bergstreuerausführung bis 11 Tonnen oder 12 Tonnen in der Großstreuerausführung. Die Bergstreuer haben einen tiefer gesetzten Rahmen und eine breitere Achse mit außensitzenden Rädern. Das verbessert die Stabilität in Hanglagen, auch ohne Zwillingsbereifung. Man erkennt diese Maschinen an der Zusatzbezeichnung T für tiefgestellt. Die Achse sitzt bewusst weit hinten, um mehr Stützlast auf den Traktor zu bringen. Das ist besonders wichtig, wenn die Ladung mit dem Kratzboden nach hinten wandert. Vor allem in Österreich und den angrenzenden Alpenländern sind solche Streuer sehr gefragt. Firma Gruber ist generell im gesamten europäischen Alpenraum stark vertreten. Also sprich österreichische Alpen, Schweizer Alpen, Südtirol sind wir ganz stark und der bayerische Raum ist auch ein wichtiger Markt für uns. Gruber ist keine Fabrik, sondern eine Landmaschinenmanufaktur. Jeder Miststreuer wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Bei Gruber werden die Maschinen mit sehr viel Handarbeit gemacht, weil ja natürlich sehr viele verschiedene Varianten an Maschinen gefertigt werden. Und das kann man eigentlich nicht mehr automatisieren. Und durch das ist die Fertigungstiefe auch in der manuellen Arbeit, in der Handarbeit sehr hoch. Also wir fertigen die Maschinen wirklich von Hand, wobei auch moderne Werkzeugmaschinen zum Einsatz kommen bei uns. Mit dieser hohen Fertigungstiefe hat Gruber die Produktion weitgehend selbst in der Hand. Das bringt Flexibilität und verkürzt die Lieferzeiten. Wenn eine Bestellung bei uns eingeht, wird die Maschine erst produziert, also sie ist nicht auf Lager. Und wir können auf alle Kundenwünsche sehr individuell eingehen und haben natürlich dadurch auch eine sehr gute Lieferzeit, weil wir sehr, sehr kompakt arbeiten können. Und also ein Miststreuer kann in 3 bis 4 Wochen produziert sein. Für Betriebe in Gunstlagen bietet Gruber auch größere Streuer an, wie diesen SM850 mit einem Ladevolumen von über 11 Kubikmetern. Die leichte, aber dennoch stabile Bauweise mit V-Rahmen und Bordwänden aus Stahl erlaubt hohe Zuladungen. Herzstück ist ein selbstentwickeltes Feinstreuwerk mit 4 stehenden Walzen. Die geschraubten Klingen fräsen den Mist ab und verteilen ihn gleichmäßig in die Breite. Die Walzen sind schräg nach vorne geneigt. Dadurch streuen sie noch höher und weiter. Ein feinmaschiges Gitter auf der Stirnwand schützt Fahrer und Traktor vor Steinschlag und Verschmutzung. Die Streuwerke gibt es in 3 verschiedenen Höhen. Auf Wunsch wird ein hydraulischer Stauschieber eingebaut, damit auf der Straße keine Ladung verloren und die Streumenge exakt eingestellt werden kann. Am Feld laufen die Streuwalzen ohne Belastung an. Erst dann öffnet sich die Wand und der hydraulisch angetriebene Kratzboden schiebt den Mist nach hinten. Seine Geschwindigkeit und damit die Ausbringmenge lässt sich stufenlos von der Traktorkabine aus einstellen. Der Kunde hat die Wahl zwischen einem einfachen Mengenregler oder der elektronischen Komfortsteuerung, bei der keine Schläuche durch die Kabine verlaufen. Für die Fahrt auf öffentlichen Straßen müssen die Streuwalzen abgedeckt werden. Mit einer hydraulisch schwenkbaren Schutzklappe bietet Gruber hier eine praktikable Lösung. Zur Serienausstattung gehört immer eine verkehrstaugliche Beleuchtung. Die seitlichen Bordwände aus Stahl sind klappbar, so lässt sich das Gerät nach getaner Arbeit einfach reinigen. Die komplette Maschine ist feuerverzinkt. Das verleiht den Gruber-Streuern nicht nur ein unverwechselbares Aussehen, sondern auch einen lebenslangen Korrosionsschutz. Ein Qualitätsanspruch, der tief in der Firmenphilosophie verankert ist. Also gerade im Bereich der Produkte und der Langlebigkeit der Produkte schaffen wir uns zu behaupten, weil bei uns ist es keine Seltenheit, dass für eine 30 bis 50 Jahre alte Maschine noch Ersatzteile bestellt werden, die man auch noch bekommt. Wir legen da viel Wert, dass die Maschinen lang in den Betrieben sind, dass sie lange Freude haben, weil meistens das auch der Ausschlaggebende ist, dass er sich wieder so eine Maschine kauft, wenn sie wirklich am Lebensende ist. Die Maschinen eignen sich nicht nur zum Miststreuen. In der kalten Jahreszeit werden sie vielerorts zum Verteilen von Kunstschnee eingesetzt, um einen termingerechten Saisonstart für die Langläufer und optimale Rodelstrecken zu gewährleisten. Eine Maßnahme, die in Zeiten von immer kürzeren Wintern mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. So wie hier Mitte Dezember am Ritzensee in Saalfelden.
Eigentlich ist es unumgänglich, weil wir haben zwar letzten Winter extrem viel Schnee gehabt, aber die Jahre davor ist es oft so gewesen, dass in Solfen irrsinnig viele Rennen ausgetragen worden sind, weil rundherum war nirgends Schnee und nirgendwo Alpen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Sportstadt Saalfelden, dass wir aufgrund dieser Situation und aufgrund des Kunstschnees optimale Bedingungen für Langlauf und Biathlon bieten können. Auch bei diesem Einsatz leistet das Feinstreuwerk gute Arbeit. Mit dem hydraulisch angetriebenen Kratzboden lässt sich die Ausbringmenge feinfühlig steuern. Dort, wo eine besonders exakte Ablage notwendig ist, kann auch ein spezieller Schneestreukasten montiert werden. Mit unzähligen Ausstattungsoptionen lässt sich jede Maschine individuell anpassen. Vom einfachen Bergstreuer für die Eigenmechanisierung bis hin zum Profigerät für den überbetrieblichen Einsatz. Bordwandhöhen, die Spurweiten, Achsen, Räder für Miststreuergemeinschaften, Bordhydraulik, Eigenölversorgung, Untenanhängungen, da sind wir sehr flexibel in der Produktion. Beim Einkauf achtet Gruber auf die heimische Wirtschaft. Die verbauten Teile kommen vorwiegend aus Österreich und den benachbarten Ländern. Eine gute Basis für hochwertige Maschinen. Wichtigste Ressource ist und bleibt aber der Mensch. Der typische Gruber-Mitarbeiter ist ein eingesessener Pinzgauer. Meistens hat er Landwirtschaft daheim und er weiß, um was das geht. Wir bieten den Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten, aber mit einer hohen Eigenverantwortung. Wir schauen, dass jeder Mitarbeiter zufrieden ist und wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, stimmt alle Leistung. Du bist jung, interessierst dich für Landmaschinen und suchst eine Lehrstelle? Dann bewirb dich. Gruber bildet jedes Jahr Lehrlinge aus, die anschließend die Möglichkeit haben, Teil einer großen Familie zu werden. Mir dankt die Mitarbeiter. Also es ist ein sehr, sehr familiäres Zusammenarbeiten mit den Kollegen. Jeder arbeitet mit Herzblut und jeder arbeitet, wie wenn es seine eigene Firma war. Und es ist so schön, ein Teil von dem Ganzen zu sein. Auch bei der Bergmechanisierung bleibt die Entwicklung nicht stehen. Die Maschinen werden in Zukunft nicht unbedingt größer, sondern komfortabler, intelligenter und sicherer. Derzeit arbeitet Gruber an einer automatischen Streumengenregulierung. Damit will sich der Hersteller für die immer strengeren Gesetzesvorgaben rüsten. Was ein großes Thema ist bei den Mischdreier, dass man spezifisch Gewicht ausbringen sollte auf die Hektar. Und da sind wir am Arbeiten an einer elektronischen Steuerung, damit man gewichtsspezifisch düngen kann. Da wird das Streugut abhängig von der Fahrgeschwindigkeit und vom Streuer natürlich ausgebracht und der Landwirt muss sich eigentlich nur noch aufs Fahren konzentrieren und die Maschine macht alles vollautomatisch. Ziel dieses Projektes wird dann sein, die Kubikmeter pro Hektar genau zu definieren, was dann auch in der Düngemittelverordnung entsprechend eine Auflage sein wird. Die eingestellte Streumenge wird immer exakt eingehalten, ganz egal, ob man um Kurven fährt, schneller oder langsamer wird. Auch eine Dokumentation der ausgebrachten Menge ist vorgesehen. Sobald die Erprobung abgeschlossen ist, soll das System als Zusatzausstattung angeboten werden. Die Firma Gruber aus Saalfelden, einer der letzten Landmaschinenhersteller, die sich der alpinen Landwirtschaft verschrieben haben. Dieser Nische will man auch weiterhin treu bleiben. Ich hoffe, dass die kleinstrukturierte Landwirtschaft bleibt, weil das ist auch unser Markt eigentlich. Das Nischenprodukt mit den riesengroßen Mitbewerbern, da werden wir irgendwo nicht ganz konkurrieren können. Wollen wir auch gar nicht unbedingt. Wir möchten lieber in der Nische bleiben. Von der Kubatur und von der Größe der Maschinen werden wir in dem Segment bleiben. Das Klientel wird ja definitiv immer weniger, aber die Kundenwünsche werden immer mehr und die Anforderungen an die Maschinen werden immer größer. Dadurch müssen wir sowieso wie immer wieder weiterentwickeln. Und der Kunde kann bei uns zurückmelden, wie die Maschine funktioniert und dieser Evaluierungsbogen fließt in die Entwicklung und in die Produktion dann bei uns ein. Liebe Zuschauer, wie gefallen euch die Maschinen von Gruber? Habt ihr Ideen oder wollt ihr noch was wissen? Schreibt uns eure Fragen und Anregungen unten in die Kommentare. Wir werden versuchen, alles zu beantworten. Natürlich sind wir weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, immer auf der Suche nach spannenden Themen und interessanten Maschinen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt.